Willkommen zu einem neuen Unpacking. Ja, schon lange, lange her, oder? Jo, ich habe ein Paket ohne Absender. Sehr eigenartig. Was nehme ich jetzt? Ich nehme jetzt einfach das Paket. Dann gucken wir mal, was da drin ist. Jo. Das ist ein eigenartiges Paket ohne Absender, ohne Garn. Was war das? Also meine Kamerafrau war das nicht. Gucken wir einfach mal. So, was haben wir denn da drin? Was soll die Scheiße? Hallo? Wo sind meine Filme? Zeig mich, zeig mich, zeig mich, zeig mich, zeig mich, zeig mich. Also Leute. Zeig mich, zeig mich, zeig mich, zeig mich. Chicken, ahoi. Ich hasse Hühner. Kannst du dich jetzt bitte mal verpissen? Jo, ein Marzipanstollen. Ich hasse Marzipan und ich hasse Stollen. Wenn einer von euch auf Stollen steht, dann schickt mir eine PN und die schicken euch zu. Ich hasse Stollen. Ich finde Stollen scheiße. Jo, was ist das jetzt hier? Leute, guckt euch diesen Film nicht an. Warum sagt meine Kamerafrau immer runter? Ich krieg hier einen total verfickten Scheiß. Mensch, das musst du präsentieren. Wir haben doch ihn nicht gesehen. Zeige, zeige. Ich will nicht präsentieren. Was ist denn das? In der Hölle ist Weihnachten am schönsten. Yeah. Okay, ich habe jetzt die Schnauze voll. Ich gucke jetzt nach dem echten Paket. Jetzt jemanden um. Warum muss ich das immer nach unten halten? Was soll denn die Scheiße hier? Ich komme gleich wieder. So, Leute. So. Jetzt habe ich das echte Paket. Ich weiß nicht, was da mal wieder passiert ist, aber jo, wie ihr schon sehen könnt, von der Online-Film-Datenbank. Ich bin etwas genervt. Nachdem mir irgend so ein Idiot so einen scheiß Stollen geschickt hat. Und ja, also das Messer nehme ich nicht. Das hatte ich nämlich gerade schon in Benutzung, um denjenigen in den Arsch zu pieken. Jo, dann gucken wir mal einfach, was sich da drin versteckt, verbirgt oder sonst was. Jo. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Mal wieder jo, sehr intelligent verpackt worden. Ach, da haben wir Gut. So, Leute. Wow. Jetzt kommen wir mit rüber. Und dann fangen wir mal mit dem ersten Film an. Und das ist Nightbeat von Don Dola aus dem Jahr 1982. Jo, ist eine Troma-Produktion. Jo, jetzt denkt er so, Poltergeist, Class of Nuke High, bla bla bla, ja. 84 Entertainment hat, ja, sich zur Aufgabe gemacht, jetzt, ja, Trauma-Filme rauszubringen oder so. Und man sieht an der Seite, die Nummer, also, die Nummer 4. Warum die Nummer 4? Egal. Jo, auf jeden Fall, das ist, die kleine Hardbox. Das Ganze hat, keine Limitierung. Gucken wir mal einfach in das Teil rein. Ja. So. Also wie schon gesagt, das ist ja, das ist die kleine Hardbox. Es gibt noch zwei große Hardboxen, die sind so, wenn ich mich nicht entsinne, sind die limitiert und noch eine andere kleine. Also ich muss sagen, die hat mir am besten hier zugesagt. Also wenn man die Fresse von diesem Eumel sieht, jo, und das Ganze ist halt von Don Dola, der ist 2006 leider verstorben und der sieht das, hat das Ganze quasi als Sequel zu seinem eigenen Film The Alien Factor gesehen. Ich weiß gar nicht, was eher ein Alien Factor war, ich glaube, das kommt mir immer bekannt vor. Auf jeden Fall sind hier ein paar Szenenbilder, das Ganze ist ungeprüft, wie man sieht, und es gibt auch einiges an Bonusmaterial. Jo, den Trailer davon habe ich mir angesehen, sieht schon ziemlich,
Du wolle Bilder sehen, du wolle Bilder zeigen, also musst du zeigen. Ey, was machst du da? So. Die Kamerafrau macht wieder das, was nicht machen soll. Okay. Jetzt habe ich es verschissen. Jo, auf jeden Fall Trauma Edition, aber die Nummer 4. Jetzt frage ich mich, warum fangen sie jetzt mit einer 4 anstatt mit einer 1? Gucken wir nochmal rein, wie das Ganze innen drin aussieht. Seht ihr, das ist wieder mal typisch 84 Entertainment, dass die Discs nicht gescheit halten, und wie sieht die Disc aus? Sieht auch wirklich sehr, sehr hübsch aus, die Disc. Von Nightbeast, ja. Ey. So. Ach, mein Gott. Ja, tut mir leid. Und wie ihr innen drin seht, ein Samt. Samt ist auch so eine Sache, da gab es mal so Metal Packs, da waren dann die Discs dann voll gefusselt. Davon habe ich auch 2 Stück, glaube ich, oder? Ja, auf jeden Fall ist das die Nummer 4. Ja, ist halt für Freunde kleiner, schundiger Trash-Unterhaltung. Nichts für Leute, die gern Sex in the City oder so einen Scheiß gucken. Ja, und ja, lassen wir uns mal überraschen. Der Trailer sah schon ziemlich funny aus mit diesem psychopathischen Alien aus dem Weltall. Ja, und ja, sieht wirklich sehr hübsch aus. Dann kommen wir zur nächsten Hardbox, und das ist eine, ja, dieser ungeliebten großen Hardboxen. Ich hasse große Hardboxen eigentlich. Ich mag nur die kleinen, aber die beste Hardbox hatte da halt, das war halt die große. Ja, der Film heißt auch die Rache des die Rache des Gelünschten. Ist aus dem Jahre 1981, ist ja ein kleiner Horrorfilm, geht halt um so einen Typen namens Baba, der ist ein bisschen geistig zurückgeblieben, der soll sich angeblich an einem Mädchen vergriffen haben, was dann ein bisschen schwer verletzt wird, und dann tun natürlich ein paar Dorftrottel dann so in gewisser Art und Weise Lynchjustiz verüben. Jo, das Covermotiv sieht schon mal gar nicht schlecht aus, das ist die Rückseite. Ist natürlich, wie man sieht, von X-Rated, das Ganze ist ungeprüft. Anfang Januar kommt allerdings eine geprüfte Version raus, ab 18 auf DVD und Blu-ray. Kostet dann natürlich zwischen 3 bis 7 Euro weniger. Natürlich ist da die Frage, ob das dann auch wirklich ein Cut ist, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind da die Extras, eigentlich, ja, ist das gewisserweise 30th Anniversary Edition des Films, und ja, so relativ gute Bild- und Tonqualität haben, ist ein relativer Blindkauf. Aber ich habe natürlich vorher auch den Trailer angeguckt. Und der sah ganz gut aus. Ja, eher so wirklich klassische Horrorkost, also ja, für Retro-Freunde. Aber sieht wirklich sehr hübsch aus. Und das ist ja, wie ihr seht, die Disc, also das Inlay der Disc ist ja, ist nicht wirklich sonderlich gut gestaltet worden. Ja, sieht irgendwie, naja. Ist halt Baba vorne, der sich halt als diese Vogelscheuche verkleidet. Ja. Und übrigens, Baba wird von keinem anderen als Larry Drake gespielt. Den kennt man vor allem aus Darkman 1 und 2, da hat er diesen Durant gespielt, diesen Gangster. Oder aus Dr. Giggles und so weiter und so fort. Ja, und ist ein absoluter Blindkauf, ist, wie man sieht, ist das die Nummer 26. Und wer warten kann, der kann sich dann im Januar dann die normalen Keepcase-Versionen holen, die dann auch offiziell in Handel kommen. Aber es, keine Ahnung, ich weiß halt nicht, ob die da noch an Cut ist. Aber auf jeden Fall sieht es nicht schlecht aus, obwohl ich große Hardboxen absolut nicht mag. Jo, und jetzt kommen wir zum teuersten Stück. Okay, ja, das war gerade wieder so ein komischer Einflieger. Und jetzt kommen wir zum teuersten Stück, auch ein sehr alter Film, Warlock, Satan, so mit Julian Sands, von Steve Miner, dem Regisseur von Fatal 13, Teil 2 und 3. Unter anderem ist hier von NSM Records, wurde letztes Jahr schon in gewisser Weise angekündigt, sozusagen für das Programm 2011. Und ja, der Film ist endlich draußen. Einziger Wermutstropfen, was ich sagen muss, dass die deutsche Fassung FSK 16, also theoretisch hier diese Fassung ist länger, 10 Minuten, allerdings haben nur Handlungsschnitte. Den Film hätte man locker auch hierzulande rausbringen können, warum, wieder mal nicht, keine Ahnung, kann ich nicht verstehen. Und
Ja, da gab es wieder etliche Diskussionen über dieses Combo-Pack, DVD, Blu-ray, bla bla. Auf jeden Fall, das Ganze ist, jo, angeblich auf 2000 Stück limitiert. Ich sehe hier gar keine Limitierungsnummer. Na egal, ein 20th Century Fox, wie lustig. Ja, auf jeden Fall, von meiner Kindheit gesehen, wenn ich mich nicht recht entsinne, aber ich kann mich. Dann machen wir den auch mal kurz auf. Halt dir gefälligst mal die Hand vor den Mund. Boah, das ist ja furchtbar. Das ist echt schlimm hier. Also im Moment sind die Grippeerreger voll am Start so. Und wieder, ich habe hier Probleme, überhaupt die Folie abzuziehen. Ja, und das Cover sieht schon mal wirklich erst gar nicht aus. Und das ist nicht so an der Seite demoliert wie das Mediabook von The Tournament. Und das nochmal die Rückseite. Und dann kommen wir natürlich nochmal zum Inneren. Und zwar da haben wir einmal die Blu-ray. Das Ganze ist halt ungeprüft. Die deutsche VHS-Version hatte halt nur Handlungsschnitte, die wurden extra hier in dieser Version mit den Originalsprechern. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich muss nur an die grauenhafte Ehen-Quadrilogie denken, wo dann die Szenen dann mit anderen Sprechern gesprochen worden sind. So scheiße, wenn ich so rede. Gesprochen, glaube ich. Ja, und. Ja, also den Film hätte man auch erkennen können. Ja, also auf jeden Fall hier sind ein paar Szenenbilder, wie man hier sieht, Richard E. Grant. Boah, also mit relativ bekannten Namen schöne Bilder, muss ich sagen. Auch wieder hier sehr ausführlicher Textteil. Ja, also sehr ausführliches Essay. Ja, auch nochmal Szenenbilder. Also von den Bildern her sieht krasser aus, als das es ist, aber in Wirklichkeit, ja, der Film ist halt mehr so Fantasy-Horror. Jo. So, nächste Seite auch wieder. Wieder mal ein paar Szenenbilder. Teuflisch gut. Ja, und das hier ist, wie ihr sehen könnt, ist das die DVD. Und das ist echt toll. Also beide haben unterschiedlich, ich glaube, das war das Artwork der US-DVD oder so. Wo man noch bis hinten gestaltet ist. Also sieht gar nicht schlecht aus. Also da hat sich NSM Records diesmal sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und hier sieht man mal die Disc von vorne aus von der DVD. Das Ganze ist halt ungeprüft, allerdings, ja, das ist schon versaut, ey. Alter, hier werden die Discs geradezu als Sexspielzeug missbraucht. Wenn ihr das gerade gehört habt, tut mir leid. Ja, Lüstlinge. Ja, und da ist nochmal Blu-ray von vorne. Ein Loch. Singapur, Mexiko. Okay, also auf jeden Fall sieht wirklich ganz gut aus. Der Buchteil ist nicht so enttäuschend wie bei The Tournament und auch von der Qualität ein bisschen besser. Und jetzt legen wir nochmal. Leute, das Geld lohnt sich. Und jetzt legen wir nochmal alle Filme dahin. Also auf jeden Fall Warlock, Nightbeast und ja, wer ist der Dark Knights of the Scarecrow, alias die Rache des Gelünschten. Und das sind definitiv alles Retro-Titel, alles alte Filme, alte Schinken aus den 80ern, aber ich mag solche Filme. Also ja, gucken wir sowas gerne an. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich auch diese etwas unkonventionelle Art, wie dieses Video gestaltet worden ist, inklusive einiger Anzüglichkeiten. Es tut mir wirklich leid. Das war von vornherein so gewollt. Es tut mir absolut leid. Und Leute, wer diesen Stollen will, schreibt mir. Ich schicke ihn euch, sogar mit Unterschrift am besten. Und ja, also bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Ciao, euer Lord. Jo, war nach dem Abspann. Natürlich wollte ich euch nochmal kurz die anderen wirklich tollen Devotionalien aus der Hölle zeigen, die mir dieses Arschloch geschickt hat, der jetzt meine Unterschrift in seinem Arschloch hat.
Auf jeden Fall möchte ich noch meiner Kamerafrau Foxy, Fuck and Foxy, danken. Und jo, wenn ihr euch jetzt wundert, warum das jetzt so komisch ist, es tut mir leid, ich bin so gewollt. Also. Und wer Bock auf Stollen hat, schreibt mir. Von Aachen. Und er ist noch lange haltbar. Noch über ein Jahr.